Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Ja, wir haben letztes Mal angeschaut, welche Ziele wir noch erreichen müssen, und es sind schon noch ein paar. Also auf jeden Fall die germanische Konföderation müssen wir platt machen, das machen wir dann als nächstes. Und was noch ist, wir müssen mit ein bisschen auf der Insel oder in Italien noch ein bisschen randalieren oder eben weiter die Bündnisse ausbauen. Das ist die Frage, wie wir das schaffen. Also vor allen Dingen mit unseren Teampartner hier seit Anbeginn. Mit denen waren wir ja seit seit Anfang zusammen. Und dann müssen wir halt noch das da hier einnehmen. Entweder halt durch Klientel oder direkten Besitz oder eben. Wer bist du denn? Oder eben durch Bündnis. Du willst mich als. Oh, das ist auch. Aber ich hab's geschafft. Gelandet und du darfst wieder zurück. So. Der wird ja jetzt auch ziemlich schnell weglaufen dann. Wieder. Eine Fullstack-Armee. Eine halbe. Hier ist niemand. Wieso? Die sind, glaube ich, nach Westen gezogen. Hier habe ich ja auch Wein. Wein, Wein, Wein. Minus 4 öffentliche Ordnung, da habe ich plus 9. Das packen die schon. So, dann da oben. Ups. Minus 2 öffentliche Ordnung. Wohlstand durch Hand. Durch Landwirtschaft. Ich mach das da. Hier ist auch. Will der mich verarschen? Das machen die immer, wenn. Das ist so fies. Das machen die immer, wenn sie eine Provinz nicht brauchen. Also, hier alles voller Militär zu bomben, damit sie eine riesige Garnison bekommen. Das ist eigentlich echt nicht unschlau und klug. Aber lame. Ja, oh, warte. Du bist fertig, du scoutest noch ein bisschen. Du scoutest nichts und. Ja, weiter. Genau, mit Taras müssen wir noch schauen, weil die sind extrem riesig. Oh nö. Lass mal stecken. Oh oh. Mir fällt gerade auf, dass ich da oben. Verdammt. Ich glaube, da ist immer noch keine Garnison drin. Ach echt jetzt. Der greift da auch nochmal an. Sinkt er halt. Hier muss ich schauen, was ich da mache. Edler tot. Wunderbar. Das war ja nicht einer von mir. Das ist ganz gut. Ballara.
Ihr sterbt jetzt sowieso. Nee. Uiuiui. Ich dachte gerade, der killt meine eigene. Die standen ineinander. Ineinander. Ehrenhafter Tod. Ja. Militärstörung. Was? Der hat es geschafft? Forschung abgeschlossen. Du willst mich doch verarschen. Das sind alles Goldwimpel, du. Boah. Boah. Warte, kann man sehen, wer das war? Militärstörung. Nee, kann man nicht. Weil die beiden sind jetzt tot. Alter, was für ein Drecksack. Also, die haben jetzt beide nur noch 19. Hä? Boah. Uiuiui. Wie heißen die? Die Bullenreiter. Na, dann zeigen wir denen mal. Ich lass die trotzdem mal. So. Zündet des Hermes. Wie sieht's denn hier aus? A10. Ja, okay, also die Garnison ist schon da. Die Garnison ist schon da. Aber ich muss hier. Warte mal, wer ist denn. Willst du mich nicht verquaken? Das geht aber gerade echt nicht auf. Gerade war es das doch plus, also das war gerade positiv und jetzt steht der Anführer stirbt im Kampf minus 27 und jetzt ist es minus 46. Ja. Haus der Cornelia. Okay, dann nehme ich halt. Warte, Anführer Sextus Purpureo. Was für ein dämlicher Name. Sextus. Wo bist du? Sextus. Nee. Hier. Der da ist es. Vermächtnis 212. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, will ich nicht. Das will ich nicht. Einfach so Armee rekrutieren. So, viele Bogenschützen und damit wird der aufgehalten. Mit den Bogenschützen, ja. Mit denen kann man nämlich sehr, sehr easy und sehr krass den Feind ausspielen. Und das stört ihn meistens. Kann ich verstehen. Okay. Minus 4 Nahrung. Das mache ich gerade noch nicht. Soll ich Wolfpack auch nach Hause bringen? Nicht nach Hause, sondern. Ich warte noch eine Runde und wenn die da drüben anfangen, Probleme zu bekommen, schicke ich Fullpack auch nochmal rüber.
Dann ist der in so 4 Runden drüben. Aber, naja, bis dahin werden meine Soldaten da auch. Okay. Wir denken immer mit Ehre an jene, die wir Freunde nennen. Wollt ihr nicht zu jenen zählen? Ach, die mögen mich? Das mögen sie auch. Was? Nee. Moderat. Ah, cool. Für 2000, ja, passt. Das passt. Das sah sehr gut aus. Was ist denn hier los? Militärsabotage. Hä? Die Ausrüstung eurer Armee. Schutz verfällt. Feuer von Vinia Rustica. Wein besitzt für uns so etwas wie einen Ehrenstatus. Er stellt eine Piste. Hab ich das schon? Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Oder? Na, egal. Er stellt eine mystische Verbindung zu den Göttern her und ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben als Sterblicher. Mit dem Fest Vinalia Rustica feiern wir die Fruchtbar wie? Die Fruchtbarkeit, also wir die Fruchtbarkeit unseres Landes und beten für eine reiche Weinernte, damit wir auch im kommenden Jahr Wein haben. Sowohl Jupiter als auch Venus stehen in enger Verbindung mit diesem Vorgang. Jupiter kontrolliert natürlich das Wetter und erlaubt das Wachstum der Reben. Für ihn halten wir die ersten Trauben dieser Saison bereit. Venus ist die Schutzherrin des Weins und täglich genutzt, der täglich genutzt werden wird. Und in ihren Tempeln werden zur Zeit der Feierlichkeiten in der Tat täglich Rituale abgehalten. Das ist ja wunderbar. So, du kommst jetzt zu der da und attentierst sie. Super. Die haben nichts verloren. Wieso verlieren die nichts? Guter Angriff, durchschnittliche Verteidigung, Schaden aber geringer, Rüstungsdurchschlag, Schleichen. Diese Einheit kann sich in jedem Terrain verborgen bewegen. Guerilla-Aufstellung, die Einheit kann sich außerhalb des Aufstellungsbereichs aufstellen. Karthagische Söldner blieben. Ja, nee. Ja, nee. Und der will jetzt dahin. Der will jetzt dahin, okay. Ich glaube, ich stelle hier noch mal, kann ich nicht. Dann stelle ich hier noch mal eine Armee auf. Warte, wie heißen meine denn? Du hast eine gute, ja.
Eine gute. Magnus, okay. Wo ist der Magnus? Der da. Der ist ziemlich gut. Der ist gut. Vermächtnis der 212. wieder beleben. Und dich bauen wir mal aus. Warte, du gehst in Roma rein. Mit 4 mal Elite-Equities. 4 mal so. Warte, wie viel kann ich denn bauen? Die dann natürlich auch. 4. Warte, jetzt habe ich 4 von den Veteranen, Zenturien. Dann bin ich bei 17, 5. Dann, warte, 4, 4. Dann habe ich nochmal 3 von denen rein, ja. Alter, ich brauche eigentlich nur 2 Runden, um eine Full-Stack-Armee aufzubauen. Das ist halt, das ist halt schon heftig. Okay, Karthago ist eigentlich ziemlich frei gerade. So. 212. Wir haben eine zweite 212. Das geht natürlich auch nicht. Geschossschaden. Bewegungsgeschwindigkeit. Moral. Forschungsrate. Gravitas pro Runde. Ja, machen wir mal. Moral ist immer gut. Gut, und dann müssen wir noch einen anderen Namen. Also Wolfpack 501, 212. Grüne Legion hatten wir noch nicht, oder? Okay. Die Grüne Legion. Gut. Dann schicken wir mal die beiden. Ah, die beiden könnten wir jetzt eigentlich Richtung Germanische Konföderation. Oh nein. Was ist passiert? Der hat das Wichtige natürlich nicht gezeigt, ne? Oh, wehe, der. Boah. Ich glaube, ich. Also, wenn das passiert ist, dann bin ich stinksauer. Der hat bestimmt jetzt einen meiner Generäle. Platt gemacht. Mit so einem scheiß Agenten. Ach, und du gehst jetzt weg, ne? Wenn da die Full-Stack-Armee kommt, gehst du weg. Was bist du denn für einer? Alter, wieder zwei. Ja, ich wette, dass die Spionin wirklich mein General hier getötet hat. Boah, das gibt's doch nicht. Das haben sie jetzt wirklich gemacht. Minus 2 Gravitas. Ja. Ständekämpfe schon wieder. Ja, dass es bald den ganzen keine Getreide mehr geben wird, aber wie soll die Massen dann ernährt werden? Die Plebeje beunruhigen, bla bla bla. Nahrung verteilen. Die Gerüchte mit einer Rede zerstreuen. Gemeuchelt. Mimia.
Euer treuer Untertan wurde kaltblütig gemeuchelt. Die Identität des Unbekannten jedoch liegt der Verdacht auf dem gegnerischen. Nee. Ja, Schnauze jetzt mal. Wer? Hä? Die lebt doch noch. Hä? Die leben doch beide noch. Das finde ich gerade sehr seltsam, dass die nicht ausgehungert werden. Das ist nicht gut. Okay, warte mal. Okay, das da gehört jetzt wieder uns, das ist gut. Das da gehört Armenien, das ist nicht gut. Und das da Cornelia, das ist auch nicht gut. Okay. Was wollen die jetzt hier? Aber ich verstehe es nicht, wird er gemeuchelt. Einer eurer Untertanen wurde Ziel Pullus. Aber wahrscheinlich meint ihr ja wirklich den General. Weil das ist halt der natürlich der heftige. Ach, diese. Das finde ich halt hier ist so extrem. Bisschen extrem übertrieben, dass man wirklich. Ja, die. Ich mach jetzt nur Fernkämpfer da. Dass man wirklich das ganze Haus von einem zerstören kann. Mit so blöden Agenten. Ist halt bisschen krass übertrieben, wie ich finde. Okay. Noch eine Runde und dann greifen wir hier an. Diese Agenten. Ich glaube, ich habe auch den. Krass, ich schaffe das ohne, dass ich kämpfen muss, oder wie? Aber ich will das kämpfen. Ich will das mit dem Bogenschützen kämpfen. Also lustig. Aber die da werden erstmal hier ein bisschen Trouble machen. Ja, die haben eine Fernkampfkavallerie. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Hey, die haben sich so aufgestellt, dann stelle ich mich mal so auf, weil ich will den General gerne zerstören. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Tut sie aber nicht. Also werden wir sie niedermetzeln. Sperre! Unser General wird angegriffen. Die habe ich gar nicht. Männer wanken.
Unsere Männer fliehen. Schau, und die da sind sofort das weg. Ist ein schändlicher Anblick. So muss das eigentlich sein. Und der nächste. Tja. Und den da noch. Zum Glück backen die gerade. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, du kommst hier vor. Alter, wie das gerade packt. Krass. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, wunderbar. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Lass mich raten. Kann ich nämlich auch. Wann schießt er denn? Okay, das sieht schon krass aus. Ja, was passiert hier gerade? Wieder so ein Schmodder. Now!
weiß nicht, warum die immer so nach vorne gehen. Das sage ich zwar schon öfters, aber seit dem neuen Patch finde ich ich finde es nicht mehr gut. Also, die haben zu viele Fehler und Bugs und so weiter. Also die Einheiten jetzt im Kampf. Irgendwas haben die verkackt, finde ich. Naja. Ist ja noch nicht vorbei, ne? Nicht. Also vor allen Dingen finde ich gut, dass die... Ach Gott, jetzt kommt schon wieder eine. Dass das Studio immer noch weiter ab... genau, ist nicht gelungen, das ist gut. Genau, dass die immer noch Updates geben und so weiter. Also, das ist schon gut. Ist es nicht gelungen, das ist gut. Kinder, yay! Sezession. Schon wieder. Ständekämpfe. In einer öffentlichen Rede zerstreut ihr scheinbar erfolgreich die Gerüchte von Nahrungsmittelknappheit. Eure Worte beruhigen die Plebejie und die Menge geht ihre Wege. Auch die Patrizier zeigen euch nur wenig. Was? Auch die Patrizier zeigen euch nur wenig Unterstützung, versuchen jedoch nicht, eure Autorität zu untergraben. Ja, okay. Wo ist der Fette? Warte mal. Die ist auch gut. Die ist nicht so gut. Der ist heftig. Ich mach mal den da weg. Attentat. Ah, ich liebe sie. Wer ist jetzt hier oben? Ja. Na dann werde ich mal nach oben marschieren und den wieder erfolgreich platt machen. Genauso wie diese Stadt. Ich spiele sie und natürlich speichern. Ich finde es halt richtig heftig. Also der war mindestens, also der war ja so hochkarätig wie der da. Und den einfach zu töten, das ist. Es ist so. Oh. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächste Runde werden wir auf jeden Fall die Stadt erfolgreich plündern. Wir werden sie plündern, weil ich bin sehr sauer. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.